Hallo, seid gegrüßt. Heute mal wieder was ganz anderes. Ich habe ein Date mit dem Special Collector 89. Ja, ich bin nun gerade auf dem Weg zum Bahnhof. Wetter ist nicht ganz so berauschend, regnet aber Gott sei Dank noch nicht. Kalt ist es auch nicht wirklich. Ich habe auch gar keine Jacke dabei. Aber ich bin mal gespannt, wie unsere kleine Tour heute so wird. Um 15.20 Uhr wollte der Arne am Bahnhof ankommen. Ich habe also noch 15 Minuten. Da hätten wir schon den Bahnhof. Tick-Tack, Tick-Tack. So, und besuchen wir als erstes mal Schossau in Mönchengladbach. Der nächste Stopp ist Mediamarkt. Zusammen mit dem Special Collector 89. Hallo. Und mir. So, der Arne hat mir mitgebracht das In-Time-Steelbook exklusiv von Mediamarkt. Bei uns im Mediamarkt hier, die hatten das nämlich nicht mehr. Deswegen war er so nett und hat mir das Steelbook mitgebracht. Ja. Riesen Dank schon mal. Bitte. Ich habe mir gekauft, obwohl ich nichts ausgeben wollte, Lesbian Vampire Killers. Den fand ich richtig nett. Dann Thor für 9,90 € und Captain America auch für 9,90 €. Trotz des hässlichen festen Flatschens auf der Popbox. Ah, ich wollte ja erst nicht nehmen, aber bei dem Preis. Okay, das war erstmal meine Ausbeute. So, und der Arne, der hat sich nicht getraut, viel Geld auszugeben. Der hat bisher gekauft. Ja, ich habe nicht viel gekauft, sondern nur eine Blu-ray für mich. Und zwar einmal auch Captain America für 9,90 €. Kommt hier mit dem Pappschuber. Und ja, dann einmal für meinen australischen Kontakt einmal 9 im Steelbook. Spiegelt gerade sehr stark. Ja, so. Mach ich mal. Nö, ist gut, super. Ja. Super Steelbook. Ich wollte das Steelbook nämlich auch haben, aber ich habe leider schon die normale Blu-ray-Version. Sieht richtig gut aus. Ja, ich habe es auch noch nicht, aber für meinen australischen Kontakt, den wollte ich das haben. Habe ich mitgenommen. Ja. So, und jetzt gehen wir, glaube ich, Pommes essen oder so. Ja. Ich komme jetzt nicht an meine Pommes so. Wer ist mit den Fingern? Ja. Das Wetter wird nicht besser hier. Und nur noch ein Abstecher nach Saturn. Saturn war nichts. Wir haben unser Geld behalten. Ja. Wetter wird immer schlimmer. Es sieht schon ein wenig nach Regen aus. Ja, unser heutiges Resümee, schwache Ausbeute. Oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, waren aber keine, ja, waren auch wenig gute Angebote da. Ja. Ja, waren wirklich kaum Angebote da. Gott sei Dank, muss ich sagen, weil wir wollten beide eigentlich nicht viel ausgeben. Ne? Ich habe es eigentlich auch geschafft. Er hat es geschafft, ich habe es nicht geschafft. Ich hätte nochmal Transformers holen können und Tucker und Dale, aber nicht so geil. Die werden noch billiger. Transformers ist wahrscheinlich bald vergriffen, Tucker und Dale werden billiger. Ja, es ist jetzt 6:55 Uhr, die Läden machen langsam alle dicht und ich denke, wir werden jetzt auch nicht mehr viel
kaufen oder finden, auch nicht mehr viel stöbern und daher wird jetzt nicht mehr viel passieren. Also, wenn der Bus vorbei ist, macht's gut, bis die Tage, ciao. Tschüss. Und ja. Ne? Ich dachte, da kommt noch was. Er wollte jetzt eigentlich sagen, ich packe aus, ist der Kanal, aber hat er nicht. Ja. Ich packe aus, ist ein super Kanal, auf jeden Fall. Und nee, war echt eine coole Tour. Und weiß nicht, vielleicht kann man das aber nochmal wiederholen. Ja, bestimmt. Vielleicht komme ich dann nächstes Mal nach Krefeld oder so. Dann mache ich ein Video. Und dann macht er ein Video und ja. Abonniert mich! Abonniert! Special Collector 89. Er braucht ganz viele Abonnenten. Er braucht ganz viele Abonnenten. Also ich glaube, das schneide ich nachher alles raus. So verzweifelt bin ich auch. Wir haben ja schon die Leute hier draußen angesprochen, ob sie uns abonnieren können, aber er hat eine Ohrfeige gekriegt und ich habe nur eine Telefonnummer gekriegt. Ja, wir machen mit gewünscht, wir haben irgendwie versucht, die Leute zu locken, aber die wollen nicht. Wir haben uns angeboten, aber nichts zu machen. So, der Arne ist soeben wieder in den Zug gestiegen und fährt nun von dannen. Also eigentlich müsste er jetzt von dannen fahren. Na? Jetzt vielleicht. Nö, der Zug fährt immer noch nicht. Ich denke aber jetzt. Boah. Nun gut, dann war es das heute auch. Die Unboxings zu den Videos gibt es später mal. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich jedenfalls hatte mit dem Arne recht viel Spaß. War ein wirklich amüsanter Tag. Also, bis die Tage. Macht's gut. Ciao.